Hallo, mein Name ist Diana 80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 45. Und heute geht es um die Fragestellung Reichweite als Künstler vergrößern? Fragezeichen. In dieser Hinsicht gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Allerdings muss ich dazu sagen und einräumen, dass man erstmal regional, dort wo man wohnt, anfängt, Ausstellungen zu machen. Und im zweiten Schritt, wenn man dort Ausstellungen gemacht hat und Erfahrungen gesammelt hat, dann geht man auf die überregionalen Ausstellungen. Das heißt also, ich sammle überregionale Kunstausstellungen und verbreitere dadurch meine Spannweite und mein Netzwerk, was ich damit vergrößere. Und ich versuche damit auch Presse für meine Kunst zu bekommen. Und der überregionale Pressebereich ist sehr interessant, weil damit wird dann sozusagen auch verknüpft, dass ich zum Beispiel dann in Havelberg ausgestellt habe oder jetzt auch in Belgien oder auch in England. Und diese Zusammenarbeiten mit Künstlerinnen und Galeristen, das ist etwas ganz Wichtiges, um zum Beispiel auch interdisziplinäre Projekte zu machen. Das heißt also fachübergreifende Projekte. Ja? Also dass ich als Künstler zum Beispiel auf Kirchenfenster konzipiere oder entwickle oder auch kreiere und Zeichnungen dafür mache und das Projekt auch begleite, so wie dann auch die Gläser ausgesucht werden und auch vielleicht sogar bemalt werden und auch zusammengesetzt werden dann vom Fachpersonal in der Kirche von dem Handwerker und dort eingesetzt werden. Und das sind ganz wichtige Dinge, denn dadurch vergrößere ich nicht nur meine Reichweite, sondern auch die fachübergreifenden Kompetenzen. Also ein Künstler, der zum Beispiel Bildhauerarbeiten oder auch Glasarbeiten schon gemacht hat und auch als Maler tätig ist, wird natürlich lieber in einem Galerieprogramm genommen als ein Künstler, der noch nicht so weit ist. Ja? Also die interdisziplinären Projekte sind wichtig und auch die Zusammenarbeit mit Galeristen in anderen Städten. Ja? Allerdings bitte kein Galeriehopping machen, das heißt also immer zu neue Galerien, sondern auch dort dann versuchen, kontinuierlich auszustellen. Ja, also das soll dann das Ziel sein. Dann sollte man natürlich auch interkulturelle Ausstellungen machen. Das bedeutet, dass man dann auch später Ausstellungen im Ausland macht. Auch die muss man natürlich konzipieren, vorbereiten und umsetzen. Und dann erst gibt es auch die Ernte, dass sozusagen die Reichweite über Google dann auch gesehen wird. Und durch die Reichweite ist das so, dass das eben kein regionaler Künstler mehr ist, sondern dann ein internationaler Künstler oder Künstlerin wird. Und das ist dann für Google zum Beispiel sehr interessant, weil wenn man nämlich internationale Projekte und fachübergreifende, also interdisziplinäre Projekte auf der Webseite des Künstlers zu finden sind, wird das Ranking, also die Position, auf der man sich dann befindet unter bestimmten Keywords, die dann ein Sammler, eine Sammlerin eingeben würde und suchen würde, steigt dann. Ja? Und dann wird es interessant, dann wird man nämlich auch unter abstrakt oder figurativ gefunden. Und dann ist es so, dass sich damit der Wert der Webseite erhöht, weil das Ranking ein höheres ist und ihr bekommt dadurch auch mehr Käufer, mehr Käuferinnen direkt ins Atelier gespült. Und zwar nur über die Webseite und natürlich auch über die Presseberichte, die dann wieder erscheinen über die fachübergreifenden Projekte, also über die interdisziplinären oder auch die interkulturellen.
Und das ist halt ganz wichtig, dass da auch immer Pressearbeit gemacht wird. Und diese Pressesachen, die müsst ihr sammeln und immer schön verlinken auf eurer Webseite. Und damit steigt dann auch wieder das Ranking von eurer Webseite und ihr werdet dann auch darüber viel besser gefunden. Und die Reichweite des Künstlers, der Künstlerin zu vergrößern, ist eine sehr, sehr gute Idee und auch eine sehr, sehr gute Frage. Diese Frage erreichte mich zum Beispiel aus Köln. Herzlichen Dank für die Frage. Eure Diana 80 und ich würde mich über Likes freuen, über Abonnements meines Kanals und natürlich auch über weitere Fragen per E-Mail würde ich mich sehr freuen und auch über Angebote von Kooperationen. Also falls einer von euch sozusagen auch Galeristin ist und denkt, ach naja, vielleicht kann ich ja mit ihr zusammenarbeiten, auch darüber würde ich mich freuen, über Kooperationsangebote. Und selbstverständlich würde ich mich auch darüber freuen, wenn ihr meinen Link von dem Podcast an eure Freunde verschickt, die vielleicht auch Künstlerinnen und Künstler werden möchten oder vielleicht auch eure Kinder oder eure Bekannten oder jemand in eurer Familie. Also bis dann, eure Diana 80. Tschüss!